So, und damit herzlich willkommen zurück zu einem neuen Part Let's Play Pokémon Weiß 2 Randomizer. Was haben wir letzten Part gemacht? Naja, eigentlich nichts Produktives. Also wir sind hier bloß in der Sesokids-Forschungsstation oder ein wenig umhergetorkelt. Könnten uns jetzt ein Sesokids abholen, aber naja, ich sehe jetzt keinen Bedarf in mein Team, so ein Sesokids zu holen. Und ich merke gerade, dass ich ins Pokécenter muss. Bis gleich, Leute. So, und da bin ich auch schon wieder und mir ist gerade eingefallen, dass ich mir eigentlich den Timer stellen muss, aber naja, ich weiß ja, es ist gerade 11.06 Uhr. 11.06 Uhr, gut, dann muss ich keinen Timer stellen. Dann nehmen wir einfach noch eine knapp Viertelstunde auf, sage ich jetzt mal. So, auf geht's mit dem Fahrrad. Ach, jetzt kommt hier die... Ah, da kommt man nur mit Surfer hin, oder? Ja, da kommt man nur mit Surfer hin. Gehen wir mal hier vom Fahrrad runter und ganz langsam... Und der Pokézüchter will immer wieder gegen uns kämpfen, denke ich mal. Deswegen. Komm, wir schaffen es. Ja, haben es geschafft. Jawohl, Leute. Und bisher sind wir kein Pokémon aufgetreten. Wie heißt das Wort nochmal? Begegnet. Uns in die Sicherheit. Boah, Leute. Ich glaube, in der Zeit hatten wir schon 10.000 Kämpfe, bis ich hier war. Und ich habe es geschafft, hier keinen einzigen Kampf zu haben. Ich werde jetzt kurz mal den Itemradar aktivieren. Itemradar, wo bist du? So. Und darunter, okay. So. Ja, da ist was drin. Überhaupt nicht unauffällig. Ein Pokémon? Ach so, genau in der Situation. Ich dachte, ich drücke da jetzt auf das versteckte Item und dann... ihr wisst schon, was ich meine. Übrigens werde ich hier mal kurz Pause drücken. Denn das geht überhaupt nicht schön flüssig, wie es sein sollte. Und wieder starten. So, jetzt sollte es hoffentlich mal flüssig sein. Ich weiß gar nicht, an was das immer liegt, dass das immer nicht flüssig läuft. Offline läuft alles so doll. So, tschüss. So. Jetzt. Und, was gibt's? Ah, der Mini-Pilz, okay. Ja, steck ihn schon in die Tasche, mein Freund. So. Ich glaube, es gibt auch große Pilze hier. Große Pilze gibt's auch. Ah, ich bin jetzt... Ja, doch, Dings. Gibt's schon. So. Ich will mir erstmal die Items gönnen. Ach, es ist schon wieder so ein Tarnpignon, okay. Ja, wir haben keinen Bedarf an Tarnpignons im Team, also warum sollten wir es jetzt fangen? Und Shiny bist du auch nicht, also noch weniger Grund, dich ins Team zu nehmen, beziehungsweise dich zu fangen. Los, ein Princess. Ach nee, jetzt staubsaugen die da unten, oder was? Genau jetzt, oder? Leute, ich muss mal kurz mein Fenster zumachen. Ich hoffe, ihr hört es jetzt nicht mehr staubsaugen oder so. Ah, sorry, dass ich euch damit belästigen muss. So, ich bin gerade aus der... Gerade auch erst aufgestanden. Der Part sollte auch eigentlich schon gestern kommen. Aber... dann gab es da... Dann war noch Champions League. Leute, hört ihr das gerade? Lol. Lol. Das ist normaler. Das. Okay. Ich dachte schon, hä, was ist denn jetzt los? Ich dachte schon, irgendwas Besonderes passiert, aber wir dürfen es ja eh nicht fangen. Ein Torboots. Na gut. Ja, genau. Gestern war Champions League Finale und. Ja, anstatt dass ich da jetzt bei dem Wetter da irgendwie hier vor meinem PC hocke, habe ich mir gedacht, ja komm. Machst du den schönen Tag und danach noch Champions League Finale schauen und ja. Deswegen kam gestern kein Partner. Und ja, aber ich glaube, das ist auch nicht so schlimm, weil ich kann auch wirklich nicht immer jeden Tag ein paar, also wirklich jeden Tag ein Video rausbringen. Das ist einfach, es setzt mir zu sehr zu. Nein, Spaß. Ja, ist halt nicht immer möglich. Man muss auch seine Freizeit haben, ne? Aber heute kommt der schöne Part. Und du willst kämpfen? Für mich ist ein Kampf eine Möglichkeit, etwas zu lernen. Ja, zum Beispiel die Niederlage von mir. Naja. Was schickst du denn so König? Schön. König. König, genau, König. Schön ist in den Kampf, Paulino. Ein Navitaub, okay. Das ist ein Eis-Pokémon. Nicht Eis-Pokémon, das ist ein Flug-Pokémon. Heißt, mit Eisattacken können wir es sehr effektiv treffen. Los, Eis-Princess. Wieso bist du eigentlich immer noch in der ersten Stelle? Ich dachte, ich wollte erst das andere. Noch ein anderes Pokémon auf 30 trainieren. Hier, Eissturm. Frieß. Ernsthaft? Scanner? Warum? Warum tust du mir das an? Los, nimm den Eissturm.
Jawohl, und hoffentlich reicht der. Ja, der reicht. Also Dusselko habe ich mir damals nie ins Team genommen, weil man kann das ja auch ziemlich früh im Spiel fangen, aber ich fand das, es hatte immer so schlechte Werte und ist so schnell kaputt gegangen. Und ich will nicht wechseln. Ich will die Unheilböen auf Fleckmon hauen, das übrigens, glaube ich, jetzt sogar schon noch ein Psycho-Pokémon ist, oder? Hoffen wir es mal. Fleckmon! Ja, Fleckmon, stirb. Unheilböen. Und, ja, der ist schon ein Psycho-Pokémon. Und es reicht sogar. Ice Princess, du wirst immer mehr zu einem starken Pokémon, das mein Team endlich mal unterstützen kann und nicht immer nur stirbt an Verfolgung. Ach nee, das war ja Minora, ne? Ach, keine Ahnung. Auf jeden Fall werde ich es jetzt vor der ersten Stelle des Teams nehmen, da die anderen Pokémon auch nicht beim Trainieren zu kurz kommen sollen. Okay, Batman. Ach, ich habe mich übrigens entschieden, Batman ist doch nicht für für Sorua auszuwechseln, weil ich kann einfach nicht meinen Starter auswechseln, das geht nicht. Der muss bis von Anfang bis Ende dabei sein und das gehört einfach dazu. Und oh, ein Pokémon-Trainerin. Schirmdame, genau, so heißen die Dinger. So, was sagst du denn so Schönes? Ich plansche mit meinem Pokémon herum. Willst du nicht mitspielen? Wenn du mit deinem Pokémon planschst, wieso hast du deinen Regenschirm dabei? Also, wenn ich irgendwie rumplanschen würde, würde ich nicht irgendwie einen Regenschirm mitnehmen. Aber naja, Conchita! Conchita! Die heißt Conchita, das ist ja ein richtiger Name. Ah, da gab es ja so viele Diskussionen mit dieser komischen Conchita-Wurst, Alter. Voll überhyped von den Medien, das Thema. Hat mich überhaupt nicht interessiert und alle springen auch noch richtig drauf an. Lasst den Mann, Frau doch machen, was sie wollen. Meine Güte. Übrigens ist das ein Unlicht-Pokémon, heißt keine Kon. Hoffen wir mal, dass der Windschnitt jetzt trifft. Ja, och, der macht einen guten Schaden. Und er macht auch keine Unlicht-Attacke, was mich natürlich sehr freut. Aber überraschend viel Schaden. Was mit Batmans Defensivwelten los? Puh, viel zu viel Schaden. So, und 600 XP? Haben wir auch wieder die Hälfte. Ah, ja, ich hab verloren. Ja, das hast du. So, ups. So, nimm mal das Pokémon. Ach nee, immer nur Tarnpignons, Leute. Was will ich denn mit diesen Viechern? Wenn dann soll die auch gerandomized werden. Aber dann würde auch Reshiram und so weiter gerandomized werden. Oh, das wollen wir ja nicht, ne? So. Na, oh, jetzt muss ich mal warten, bis alles passiert. Ja. Zum Glück, ich hoffe, der hat jetzt nicht. Zum Glück hat mein Batman nicht bedroht oder so ein Shit. Da müsste sehen, da würde das immer ewig dauern. Aber wirklich ewig. Und ich entkomme. Sehr gut. Nach oben und nach links. Und ich glaube, wir sind jetzt sogar schon fast an dieser Höhle da. Oh, komm! Habt ihr das gehört, Leute? Hallo, Kobalium. Oh, hallo? Okay, ich sollte lieber nicht diese Geräusche nachmachen, denn ich kann das echt nicht. Auf jeden Fall jumpt da Kobalium weg. Und wahrscheinlich kommt jetzt hinter mir Charon oder so. Ach nee, der eine Weise da. Was sagst du denn so Schönes? Rubius, dieses Pokémon eben, das war doch... Alter Mann, das war das legendäre Pokémon Kobalium. Ich hab dir doch neulich davon erzählt. Ah, Kobalium, was für ein würdevolles Auftreten. Es ist gekommen und wieder gegangen. Das ist bei meiner Meinung nach nicht sehr würdevoll. Kobalium, Viridium und Heracium. Man erzählt sich, dass diese drei Pokémon gegen die Menschen gestellt hätten, um ihre Freunde vor einem Krieg zu schützen, den die Menschheit angezettelt habe. Denn sie wussten, dass Pokémon nicht in Frieden leben können, solange Menschen sie sich bekriegen. Ihnen war klar, dass die Taten der Menschen viele Leben kosten würden. Fragezeichen? Aber warum zeigt es sich nun den Menschen? Gratuliert es zum Schutz der Pokémon die Einheilregion, weil sie vor 2 Jahren eine Gefahr von T-Plasma ausging? Oder ahnt es ein neues Unheil, das uns bevorsteht? Wie schrecklich! Verbreitet CGs auch heute noch seine bösen Ansichten? Hat er andere gefunden, die er nun manipulieren kann? Das kann sein, ja. Ist es Zufall, dass Kobalium von dir vor dir erschienen ist? Oder war es ein Appell an dich, das Unheil abzuwenden? Anders als N, der versteht, was im Pokémon vorgeht, kann ich nur raten, was seine Absicht war. Aber wenn du es schaffen solltest, dass Kobalium sich dir anschließt, wäre es in der Zukunft sicher eine große Hilfe. Ja, das könnte sein. Mir ist gerade aufgefallen, dass wir doch Surfer gekriegt haben in letzter Zeit. Jetzt will ich mal schauen, ob vielleicht sogar... Ja, nee. Eigentlich sollte es keiner mehr im Team können, aber naja. Ein Versuch ist es wert, deswegen werde ich mal schauen. Surfer, wo bist du? Okay, da... Ah, das letzte war's. So, hups, nein. Ach Mann, jetzt bin ich schon wieder zurückgegangen. Beutel. Surfer, einsetzen. So. Ja, ich will sie jemandem beibringen. Surfer ist übrigens... Fickt euch. So,
Surfer ist übrigens eine extrem starke Attacke hier noch. 95 auf. Nein, habe ich nicht, verdammt. Und Kobalion kann man hier fangen. Und zu Kobalion kann ich euch noch mal eine lustige Geschichte erzählen. Naja, da wir Surfer ja gerade nicht brauchen. Ah, das ist ein... Ah, hier können wir wahrscheinlich unsere Pokémon heilen. Die Elektrohit-Höhle ist toll. Die erst Castadur, der mich dort begegnet bin, ist so niedlich. Ja, Castadur ist sehr, sehr niedlich. Ein Eisenstachelpanzer. Also, ich kann mir nichts anderes unter niedlich vorstellen, außer ein Castadur. Egal, was sagst du denn so Schönes? Ich sollte mal zu weit zum Turm des Himmels auf Route 7 gehen. Ich will unbedingt die Glotte lieben. Das freut mein kleines Lilinieb. Was sagst du, Kleine? Hey du, das ist für dich. Oh, es gibt ein Geschenk. Leuchtstein. Okay, damit könnten wir nichts in unserem Team entwickeln, glaube ich. Ich habe meinem Pico Chiller neulich einen Leuchtstein gegeben. Da entwickelte es sich plötzlich und wurde zu einem ganz anderen Pokémon. Ja, Chillerbell. Damit hat mich Kuchenjäger zerberstet. Und übrigens wollte ich gleich die Kobalion-Geschichte erzählen. Aber das kann ich auch während machen. Während wir hier geheilt werden. Also Pokémon Schwarz oder Weiß. 2, 1, keine Ahnung. Ich habe beides gespielt. Außer, ich habe, glaube ich, Schwarz damals gehabt, oder? Ja, richtig Ramisch bei Schwarz. Ich hatte Schwarz. 1 oder 2, weiß ich jetzt nicht mehr. Eins von beiden halt. Und hab Kobalion hier gefangen. Das gibt's hier rechts. Wenn man das Surfer einsetzt, kann man da zu seiner Höhle kommen. Und ich glaube, sind wir in einem neuen Gebiet. Elektroid-Höhle. Okay. Hier ist die Elektroid-Höhle. Warte, ich will mal kurz reingehen, ob da drin noch ein neues Gebiet ist oder die es immer noch Elektroid-Höhle heißt. Nee. Heißt, wir könnten jetzt da in der Höhle fangen. Oder hier draußen, aber ich werde hier draußen jetzt erstmal ein neues Pokémon fangen. Und hier kommt, na, hier kommen zwei, hier kommen zwei. Dann fangen wir da drin eins. Ja, und Kobalion wollte ich halt fangen, hä? Und mein Bildschirm ist eingeschlafen, das passt ja wieder mal perfekt zu meinem Bildschirm. So, da bin ich schon wieder. ich wollte Kobalion fangen, habe ich auch dann gemacht. Und ihr kennt's ja, wenn ihr, ich habe immer so 30 Hyperbälle dabei. Und wenn halt alle deine Team-Pokémon tot sind, deine Hyperbälle alle sind, dann startest du halt neu. Habe ich neu gestartet und mache das Spiel an. Oh nee, es war sogar ein Fehler, stimmt, deswegen war es ja so genial. Mein DS hat sich irgendwie aufgehangen oder so weiter. Dann habe ich... Das ist ein neues Pokémon, das wir ja fangen können. Und es ist ein scheiß Driftlon. Warum verfolgst du mich so? Erst zwei Driftzeppeli und jetzt du Driftlon. Was hat deine Familie gegen mich, hä? Ich hasse euch. Ich hasse euch so sehr. Naja, ja und... Ja, dann hat sich mal der erst aufgehangen. Das hat mich halt auch schon gelangweilt, weil ich da auch schon wieder 10 Minuten am Fangen war. Und da passiert wirklich das Geilste. Das Ding. Ich kämpfe und ich hatte noch nie in meinem Leben ein Shiny, Leute, damals. Also zu dem jetzigen Zeitpunkt. Ich habe so viele Pokémon-Spiele gespielt, aber ich hatte nie ein Shiny. Nie. Und dann kommt das Shiny Kobalion, Leute. Alter, ihr hättet wissen müssen, wie ich abgegangen bin. Und das Bell. Das war eine geile Situation, Leute. Also, euer DS hängt sich auf und danach ist das Pokémon einfach Shiny, obwohl ihr es gar nicht Shiny wolltet. Richtig geil. Wusstest du schon, dass sich die schwebenden Steine verschieben lassen? Ja, ich habe dieses Spiel bereits gespielt. Du musst mir das nicht erklären, okay? Dieser Ort ist seit jeher mit elektrischer Energie aufgeladen, die den Pokémon zu gefallen scheint. Die elektrischen Ladungen reagieren miteinander, was zu dem Phänomen der schwebenden Steine führt. Aber bedenke, dass sich nicht alle Steine verschieben lassen. Das kann sein, ja. Um einheitliches vergessen, dass ich etwas untersuchen sollte. Bis später, Bell. Ah, hört ihr? Immer wieder so elektrische Ladungen. Auf jeden Fall hoffe ich jetzt mal, dass die Schutze reichen. Okay. Ah, genau, das ist immer so eine Art kleines Rätsel. Man muss die halt so schieben. Und ich hoffe, bitte reichen die Schutze. Weil sonst weine ich. So, was gibt's denn hier? Ein Hyperheiler, okay? Dann weiß ich ja Bescheid. So. Ja, verschau ihn schon endlich in der Tasche. Ich will weiter. So, zack, 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 zack. So, okay. Ich denke mal, dass hier der Eingang ist. Ja, schieb's weg. Aber wir hatten nicht genug Kraft. Ich glaube, vielleicht von der anderen Seite. Ja, man muss immer von der richtigen Seite das machen. Und zack. So, ja, gehst du mal da hoch? Ah, das ist ein Sänger. Na, willst du kämpfen? Beziehungsweise eine Sängerin. Pardon, junge Dame. Du Rocker Dame. Hier sind meine trolligen und coolen Bandmitglieder. Okay. Wahrscheinlich kommen jetzt so irgendwie Knuddellof und Pummellof und dann richtig krasse Gangster. Jeez. So, was schickst du denn so Schönes in den Kampf? Eine Herausforderung von Gitarristin Jane, meine ich natürlich.
Hariyama, okay, ich dachte Bandmitglieder. Hat deine ganze Bande nur ein Mitglied? Du musst echt einsam sein. Und Hariyama ist ziemlich fett, aber Leute, ich glaube, das hat irgendwie 160 Base in HP. Also, richtig cool. Aber ich mag Hariyama. In den unteren Tiers wird es auch, glaube ich, oft gespielt. Ja, Konfusion, ne? Ist ja sehr effektiv gegen das Ding. Aber reichen wird das nicht bei der Bulk. Ja, Hälfte reicht mir. Und Riechsalz. Riechsalz, Riechsalz. Ich weiß gar nicht, ob die Attacke noch irgendwelche besonderen Effekte hat. Aber da Hariyama sowieso tot ist, sollte es reichen. Und da extrem bulkige Pokémon immer viel XP geben, gibt es wieder viel XP. Batman ist Level 30. Das freut uns. So, Level 30. Och, mir fällt gerade ein, dass ich Pokémon noch benennen muss. Aber ich fange ja keine guten Pokémon. Das tut mir auch leid für euch, Leute. Aber ich kann ja kein Drift. Ich kann ja nicht zweimal Drift Zeppeli und einmal nochmal Driftlon fangen. Deswegen, ich habe mir noch Rate of Pain aufgeschrieben. Beziehungsweise aufgeschrieben. Ich merke es mir einfach, dass ich eher noch dran kommen wollte. Und, Trollface oder so? Trollface. Also, der Typ hieß nicht Trollface. Also, ein Zuschauer hieß nicht Trollface. Der wollte halt einfach, dass ich ein Pokémon so nenne. Ist ja seine Sache. Und ja, ja, weiterhin einsetzen. Gut, dass es dieses Feature schon in der 5. Gen gibt. So. Oh, ich bin schon drauf. Und es gibt Gelbstück, okay. Ich glaube, mit diesen Stücken können wir später irgendwas mit Pokémon-Attacken machen. So, runter mit dir. Oh, da konnte ich noch nicht weiter. Na, du verrückter Professor. Ah, diese Musik, so böse. Was sagst du denn so Schönes? In dieser Höhle findet man überall elektrisch geschladenes Gestein. Überall! Diese Felsen laden mit mir förmlich mit Tatendrang auf. Ja, das kann schon sein, mein Freund. Jetzt wollen wir mal sehen, was für Tatendrang erfüllte Pokémon du mir entgegenstellst. Beziehungsweise entgegenwirfst mit deinem Pokéball. Eins nur. Wiederum nur. Schaut euch die Lache an. Wir. Fuck. Das ist nicht so cool. Zekrom. Eigentlich solltest du ja später im Spiel erscheinen, Zekrom. Jetzt haben alle, jetzt hast du alle gespoilert, dass du in diesem Spiel noch gibt, dass es dich in diesem Spiel gibt. Ich weiß gar nicht, welche Attacken der gegen Minora einsetzen wird. Wahrscheinlich sehr starke und Zekrom ist speziell, oder? Kreuz. Nein, ich glaube, das ist sogar physisch. Machen wir mal einfach mal Irrlicht, weil wir es können. Ja, es ist physisch und ich habe den Burn drauf gekriegt. Ah, ich bin so gemein. Und jetzt auch noch Konfusstrahl, um so richtig schön böse rumzustallen. Aua. Aua. Minora, du bist tot. Warum? Eisprinzess würde ich jetzt für sehr effektiv, aber baumhaft. So, hat. Ich glaube, er hat keine Feuerattacke, oder? Nee, Antikraft ist Gestein und eigentlich nicht sehr effektiv gegen Stahl. Ja, Leute, ich habe mir die Typen-Effektivität langsam auswendig gelernt. So. Hä? Mein Controller reagiert nicht. Oh, ich muss ihn wieder reinschicken. Er ist aus dem USB-Port da rausgerutscht. Ach, jetzt kann ich ihn nicht mehr benutzen. Jetzt muss ich mit der Maustaste spielen. Ich hoffe, ihr hört das Klick gar nicht so. Was mache ich denn jetzt? Eine Stahlattacke. Nicht Ladestrahl. Ich wollte doch gar keinen Ladestrahl machen. Oh, der hat eine Feuerattacke. Warum? Hä? Ach so, das ist eine Drachenattacke. Stimmt ja. Und ich bin ernsthaft, ich bin paralysiert von der Scheiße. Oh, ich hoffe, ihr empfindet das Mausklicker nicht zu störend, aber nach dem Kampf werde ich eh den Part beenden. Deswegen, Mann, das regt richtig auf. Hier, ich drücke mal hier die ganze Zeit. Oh, klicke die Klus, macht ja richtig viel Schaden. Nicht. Mann, jetzt kann ich, ich weiß nicht, wo A-Taste auf, ich kenne doch die Tastatursteuerung hier nicht. Und ich kann jetzt auch nicht mitten im Part jetzt muss ich halt mit der Maustaste spielen. Machen wir mal Ladestrahl, einfach so. Das wird eh am Ende durch den Burn drauf gehen und nicht durch unsere Angriffe. Oh nee. Ich glaube, mit dem Klickidiklus habe ich mehr Schaden gemacht, aber ich werde jetzt einfach nochmal einmal den Klickidiklus, so heißt es, drücken. Feuerode macht wieder berühmt-berüchtigt wenig Schaden. Und ich hoffe, es reicht jetzt schon. Bitte reich. Ah, verdammt. Ach, da muss ich endlich mal einen Trank einsetzen. So, hier, ich habe eh genug Tränke. Dann hier auf Baumhaft. Und zack. Ja, los. Ach, ich kann hier nicht alles wegklicken, Leute. Es tut mir sehr leid, aber mein Controller ist aus dem USB-Port rausgefallen. Und wenn er da einmal rausfällt, dann gibt es kein Zurück mehr, Freunde. Dann gibt es kein Zurück mehr. So, aber Zekrom ist mittlerweile ausgestallt. Und, na los, stirb endlich.
Doch, es dauert immer so ewig, wenn die Pokémon sterben, weil ich nicht A drücken kann oder so. Ihr versteht schon, was ich meine. So, Alter, aber die XP, die tut mich dann auch schon ein wenig darüber hinwegtrösten, ne? Level 30, sehr gut, baumhaft. Ich hoffe, du entwickelst dich auch endlich mal. Ich dachte schon, es schafft es auf Level 31. Hilfe, eine elektrische Ladung. Ja, das ist eine elektrische Ladung. Entwickelt er sich? Nein. Okay, Leute, dann war's das mit dem Part. Ich bedanke mich, wie immer, vorher zuschauen. Sorry für die kleine Panne hier, dass unser Controller ausgefallen ist, aber da kann ich ja auch nichts dafür. Ich hasse diesen USB-Port. Naja, wieder mal nicht sehr viel Produktives geschafft, aber naja, das ist halt manchmal so ein Pokémon. Da tut man halt nur von Gebiet zu Gebiet Trainer besiegen. Und das war's halt wieder auch mal in diesem Part. Schade auch, dass dieser ewige Geister-Luftballon-Fluch auf uns lastet und wir keine neuen Pokémon kriegen, sondern nur die. Und ja, das war's mit dem Part. Ich bedanke mich für euer Zuschauen und ciao.